Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Heute mal mit der erotischsten Ansicht aller Zeiten, die aber ganz schön zeigt, wie Schärfentief hier funktioniert. Guck mal, man sieht da in der Mitte des Bildes, es ist jetzt auch egal. Manche sagen da übrigens auch Tiefenschärfe dazu, es sind beides legale Begriffe, weil ich nämlich einen nutze, der jetzt nicht ganz so üblich ist, aber nun gut, ich wollte es einfach nochmal gesagt haben. So, das hier jagen wir hoch. Damit sorgen wir dafür, dass dieses Auto hier anhalten muss. Lustigerweise bekommen wir auch Schaden, wenn wir durchfahren. Und dann entführen wir uns eine verfickte Scratch. Nice! Damit kann ich arbeiten. Ja gut, natürlich werden wir jetzt ein bisschen verfolgt, aber das ist doch irgendwie auch klar. So, wir haben nämlich ein bisschen was auf dem Kerbholz, beziehungsweise auch ein bisschen was zu tun. Das letzte Mal sind wir nämlich eingebrochen in diesem Ding da drüben und das auf eine hinreichend kunstvolle Art und Weise. Und diese Mission geht weiter, denn jetzt sollen wir uns mit einem Paparazzi treffen. Los geht's. Er wohnt hier, glaube ich, gleich ums Eck, oder? 2000 Meter. Aber es ist in einer Mission. Na, scheiße. Da habe ich mich jetzt gerade selbst ausgespielt, weil ich könnte natürlich auch irgendwie Fernreise in diese Richtung machen. Oder geht's vielleicht trotzdem? Ich probiere es einfach mal. Ich gehe mal auf Noodle Maps. Ey, ich habe hier die Stretch-Limo, ja. Ich gehe mal hier auf Noodle Maps. Und guck mal, ob ich da auch per... Kann ich da per... Hallo, ich würde... Ich möchte hinreisen. Darf ich da hinreisen? Schnellreise. Okay. Ich reise zu einem Laden da in der Nähe. Gut, dann haben wir uns schon mal die paar Kilometer gespart. Weil irgendwie brauchen wir das nicht, dass wir immer, oder? Gibt es hier was Cooles zu kaufen? Was ist das für ein Laden? Sieht das nice aus hier? Oh. Irgendwie sieht das so aus, als würde ich hier mal kurz reingucken wollen. Auch wenn das mal wieder... Die Zeit, die ich sonst hier gebraucht hätte, die verbringen wir jetzt einfach kurz mal hier drin. Das sieht hipstermäßig aus so. Au ja. Leute, was haltet ihr davon, dass wir den Typen so hässlich wie nur möglich machen? 50er Holzbrille. You got me. Okay. Und wieder zurück. Was können wir noch? So eine coole Tasche. Oh ja, Vintage-Tasche. Sehr viel cooler als unser aktueller Stuff. Kriegen wir eigentlich Follower, wenn wir dafür so ein scheiß Geld ausgeben? Ich hoffe ja mal. Meine Oberteile geht eigentlich auch... Oh. Oh mein Gott. Wow. Okay, das hat irgendwie wiederum Stil. Ich will diesen Pullover, Alter. Ja, verstehe. Auch wenn ich gerade mein gesamtes Geld für so eine Scheiße ausgebe, ich feiere das gerade so. Das ist ein Donut. Oh mein Gott, ey. Eigentlich sollte ich Leute hacken. Aber, boah, es wird ja immer besser. Es wird ja immer besser, Alter. Es wird ja, es kann bald nicht mehr besser gehen. Ach du Scheiße. Sag mal, das sind Unisex-Klamotten hier, oder? Die passen allen. Wir nehmen mal diese Hose hier, weil die nicht so teuer ist. Und jetzt noch stilechte Schuhe und dann bin ich absolut zufrieden. Auch diese roten Treter sind doch, boah, das siehst du mal hier. Du hast vielleicht 100 Likes mehr, aber ich habe 100 Nike Air. Nice, Alter. Ich finde die bald am hässlichsten. Nein, die sind sogar noch ein bisschen. Aber so kann man nicht rumlaufen. Nein, die mag ich nicht. Lassen ihn mal seine aktuellen Schuhe, würde ich sagen. Rede mit mir, Ratio. Was ist da los? Primate saugt Daten von dir ab. Finde raus, wer das ist, bevor der Transfer vollständig ist. Such jemanden, der sich seltsam benimmt. Okay. Das ist ein Online-Hack. Ah. Krass, Alter. Das ging gerade schnell. Der hat sich aber auch nicht gut verhalten, Alter. Ich hätte ihn einfach niemals entdeckt, wenn der sich nicht so angestellt hätte. Also, hier ist leider jemand zu Bruch gegangen, weil ich zunächst den Fallstein gegriffen habe. Eher lustigerweise auch. Und das ist das, was dir in diesem Spiel tatsächlich immer passieren kann. Also, kann es auch sein, dass du mitten im Shoppen bist und dann wirst du durch sowas angegriffen. Sau spannend, du. Sau spannend. Okay, aber jetzt würde ich gerne mir noch neue Schuhe kaufen und dann machen wir auch mal mit der eigenen Mission los. Ich habe einfach hier gerade viel zu viel Spaß, Scheiße zu bauen, als dass ich hier, ne,
Lederschuhe. Ich weiß nicht, Alter. Ich bin mit keinen Schuhen hier wirklich zufrieden. Wir können die hier nehmen, die waren irgendwie noch am coolsten. Wir haben ja durch diese Aktion jetzt gerade wieder ein bisschen Geld. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen coolen Hut. Oh Mann, Alter. Junge. Wir haben wirklich den tightesten Boy. Das ist nice, Alter. Billig Beanie gechillt. Du bist mein Freund. Alles klar. Jetzt, gerade eben waren wir noch Hacker und jetzt werden wir endlich ja unserem Stil hier getreu. Das ist der coolste Hipster, den ich je... Oh, ist das edel, Alter. Okay, ich würde mal sagen, auf geht's zur eigentlichen Mission. Herrlich hier. Online-Operation. Wir machen erstmal hier das Lokale. Mission verfolgen und los geht's. Von hier ist es nämlich nicht mehr weit. Nur noch 260 Meter. Die ich gerne in einem geklauten... Was sehen meine geschulten Augen? Und überhaupt nicht von diesem komischen Hipster hier ver... Ach du. Das ist das Auto von dem Hacker wahrscheinlich. Damit ist er hierher gefahren, wenn ich mich nicht irre. Das ist ja lustig. Okay, alles klar. Dann würde ich mal sagen, los geht's. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Und ich finde das nett, dass der unser gleich das Auto hier geparkt hat. Er hat sich benommen wie ein Anfänger und das Auto hier hinterlassen. Also ich habe ja wirklich Watch Dogs 1 lang gespielt. Und da waren wirklich Profis. Das war dann nicht mehr so easy mit einfach so hacken oder so. Nee. Da musst du ganz andere Kaliber fahren, damit du da noch mit denen mitkommst und so. Also da haben wir Schlachten geführt. Da war schon was los. So, wo muss ich jetzt hin? Da hoch muss ich. Kann ich hier rein? Nö. Wie komme ich dann da hoch? Das sieht nach einem Kaffee aus. Kann ich hier rein? Da steht Open, das ist nicht Open. Ruf mal einer den Notarzt. Nee. Was bist du denn? Okay, das kann man explodieren lassen, aber darüber komme ich auch nicht hoch. Hey, ich muss da hoch. Hallo? Ist hier so irgendwie ein Weg hoch? Soll ich da drüber hochklettern? Du hast ja Nerven, Alter. Gerade noch als Hipster neu eingekleidet. Und jetzt sowas hier. Alles klar. Was geht, mein lieber Freund? Wer bist du? Der Paparazzi. Achso. Tight. Um das mal in der Hipstersprache zu sagen. Bitches. Für mehr Details zu dem besonderen Auto will ich auch pikante Details haben. Wie Jimmy Siska und Popstar Nelly Shire? Also vögeln die echt? Ich wusste es. Tja, okay. Das klingt auch gut. Ist schon gesendet. Scheiße, Kamera mal wieder aus. Cool, Mann. Sehr cool. Okay, ich habe Ihnen die GPS-Daten des Autos geschickt. Na, was sagt man dazu? Hat man schon so eine fette Spiegelreflex hier rumhängen und da muss man auch noch in der Cutscene den Akku sparen. Also, das Auto steht da hinten, alles klar. Wir haben Gott sei Dank aus unserem alten Auto wurde ein nagelneues. Lol, das ist mein Auto. Wir hatten das jetzt gerade repariert, dankeschön. Boah, Alter, ich muss erstmal... Ein paar Donuts ziehen, ey. Ich glaube, das ist das schnellste Auto, was wir bis jetzt hier drin gefahren haben. Nice. Okay, damit kann ich arbeiten. Noch ein Donut. Und los geht's. Oh, alles klar. Jetzt müssen wir aber ein sehr viel cooleres Auto stehlen. Und das steht da drüben. Und es ist wieder mal ein Sperrgebiet. Ich hätte Bock, einfach mit dem Auto reinzufahren und zu gucken. Aber okay, wir machen das mal ein bisschen gediegener. So, Auto verstecken und Kamera, alles klar. Davor stehen zwei Polizisten. Da kann man Sachen hochjagen. Da stehen Leute. Ist da das Auto drin? Ich weiß es nicht. Okay, der kann Verstärkung rufen. Du, hier ist aber einiges geboten, muss man gerade sagen. Ne? Ich wollte die Kamera. Das Auto ist hier drin. Oder was willst du mir damit sagen? Kann ich den hochjagen? Hm.
Ha, ich gehe mal zu der Kamera. Also offenbar ist das Auto hier drin, ne? Wie komme ich hier rein? Hä? Für Verkehrsunleitung. Achso, das ist die hier. Ich brauche irgendeinen coolen Plan, weil ich glaube, reinlaufen funktioniert nicht. So, den haben wir weggelockt. Okay, das ist ja schon mal ein Anfang. Jetzt raus aus dem Auto hier. Das ist wahrscheinlich ein Zaun, wo man nicht drüber kommt, nehme ich an. Und seitdem ich zum Hipster geworden bin, kann ich mich auch nicht mehr so sehr ernst nehmen. Okay. Also muss ich hier irgendwie reinkommen. Und dafür gibt es, glaube ich, nicht so viele Wege. Okay, da kommt einer. Aber der dreht wieder um. Hier ist noch kein Sperrgebiet. Das heißt, hier kann ich mich tatsächlich noch aufhalten. Und nochmal durch so eine Kamera lunzen. Ja, das Ding hier muss ich halt irgendwie aufbekommen, ne? Kann ich das hier... Ja, kann ich. So. Nice. So, die sind schon mal aus dem Weg. Ob das jetzt klug war, ist eine andere Sache. Ja, der ist jetzt alarmiert. Ja, nice. Jetzt sind die Leute immerhin schon mal da drüben. Ja, und haben ihre Waffen gezückt. GG. Das könnte aber durchaus gut sein. Hey, ich stehe nicht im Sperrgebiet. Ich bin unschuldig. Die Uschi läuft einfach aus dem Sperrgebiet raus. Ja, ist ja aber ihr Problem jetzt, ne? Das stand nicht in den Dienstvorschriften. Das darf die gar nicht. So, zwei Leute aus dem Weg. Bleiben noch zu viele. Oh oh, nicht gut. Kommt der auch hier raus? Das wäre natürlich noch easier. Ich weiß nicht, wie lange die da oben noch schläft. Aber ich glaube, die ruht noch ein bisschen. Ha. So, alles klar. Der da bleibt auf seinem Platz, nehme ich einfach mal an. Ja, den müssen wir irgendwie wegbekommen. Kamera. Kamera hier. Da. Leute anlocken. Ja, sieht gut aus. Ich weiß gerade zwar nichts. Und sprengen. Hallo? Ich wollte das Ding da sprengen. So, nice. Alles klar. Jetzt habe ich zu viel auf Escape gedrückt. Die habe ich auch weg. Ich mache mich nicht schlecht, aber ich krieg den da nicht los. Was muss ich denn tun, um den wegzulocken? Wer bist du denn? Der kann auch noch Verstärkung rufen, ernsthaft? Ja. Dann Vollgas. Okay. Eine Möglichkeit, das Ding zu lösen, denke ich. Eine Möglichkeit. Super! Los geht's! Oh yeah! Spürst du die Gier? Die Gier nach Tempo in mir! Fancy! Nicht so fancy. Aha. Okay, also wir haben ein ziemlich geiles Auto und rasen damit vor den Cops weg. Ja, ich autorisiere mich selbst, blöder Pisser. Wrench, hast du gehört? Das Auto spricht. Ein Wagen ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Okay, sieht ja nicht schlecht hier aus. Ich weiß nur noch nicht ganz, wie ich die jetzt hier abschütteln soll.
Also eine Möglichkeit ist natürlich immer schneller zu fahren. Aber ich habe noch keinen Plan, wie ich das machen muss. Was, Bitch? Ich bin schwarz und stolz drauf. Lass deine Sensoren neu kalibrieren. Keine Referenz für schwarz. Nein, natürlich nicht. Ich wiederhole, halten Sie den Wagen an! Ich würde gerne die Polizeiautos hacken. Was aus dem Film zitiert? Wrench, hast du das gehört? Ich bin ein nitrobetriebenes Kali-Auto. Ich krieg die nicht los. Was? Hast du gerade gesagt, der Wagen hat den Film zitiert? Ja. Aber das... Oh, das ist so meta. Schön, dass die hier Spaß haben. Ich hab keinen Spaß. Ich kann auch keine Waffe zücken oder so. Musst du dich verstecken und eine gewisse Zeit unsichtbar bleiben. Du hast Nerven. Weit hinter mir ist ein Heli und hier sind überall so super nervige Cops. Es ist so eine Rotze gerade hier. Also ich weiß halt wirklich nicht, wie ich jetzt vorgehen soll. Die Cops habe ich jetzt mal los. Ich muss nur noch den Heli loswerden. Ach scheiße, das wäre meine Chance gewesen, Alter. Ja, ich schaff das nicht mehr. Mein Auto ist so kaputt. Und der Heli und alles. Wenn ich jetzt im Wagen gut untergetaucht wäre, dann hätte es noch geklappt. Dann hätte ich es wahrscheinlich echt noch geschafft. Oh. Sorry. Aber so... Wow, das war schon mal ein Move. Das Problem ist auch dieser beschissene Heli. Man muss halt erstmal schnell genug sein oder irgendwie den Heli hacken. In den Watch Dogs 1 gab es da noch irgendwann eine Möglichkeit... Wow, okay, scheiße. In Watch Dogs 1 gab es dann irgendwann noch eine Möglichkeit, wo sowas wirklich ging. Aber hier aktuell, also außer den Wagen im Meer zu versenken... Fällt mir gerade nichts ein, um hier außer Reichweite zu kommen. So, das gefällt mir eigentlich gerade. Wenn der Heli hier nicht runterkommt, die anderen Autos werden es sicherlich nicht. Und ich glaube, der Heli fliegt hier nicht runter. Dann werden wir hier tatsächlich safe. Na, sieht gar nicht mal so schlecht aus, würde ich behaupten. Von dem Auto ist nicht mehr viel übrig. Aber das heißt ja nicht, dass es deswegen nicht funktionieren kann, was ich vorhabe. Und dann. Wow. Bin unterwegs. Wow. Das war mal die Definition einer Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagd, würde ich mal behaupten. Ich bin Devin und ich bin... Sie sind nicht Devin. Devin von Devin ist attraktiv und schneidig. Und Sie nicht. Oh, bitte. Ich bin ganz sicher schneidiger als ein Typ namens Von Devin. Nice, Alter. Die Welle gibt's nicht ein, Bruder? Meine Galilei-Entwickler denken an alles. Ja, vielleicht nicht ganz alles. Ja, zum Beispiel nicht dran, dass man einfach das Auto entführen könnte und dann unter einer Brücke bei Pennern unterkommen. Dabei das Auto fast komplett in Schrutt und Asche fahren, aber es hat funktioniert, okay? Und ich muss auch nur 2500 Meter fahren, bevor es hier weitergeht. Scheiße, ey. Leute, wisst ihr was? Ich beende hier erstmal den Part. Es hat funktioniert, inklusive Stunt und allem drum und dran hatten wir echt alles, was so eine Folge benötigt. Wir machen morgen hier weiter und dann fahren wir das Auto zu seinem Bestimmungsort und machen die nächste Mission. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Das war's mit heute und ja, bis morgen. Ciao.